Man sieht es hier, ich habe 2. Und die Abtrünnigkeitspunkte sind auf jeden Fall nicht so hoch. Was haben wir denn hier? Haben wir irgendwie was mit Technik hier? Spectre Training. Einschüchterung. Schmeicheln, Experte. Ich müsste das hier, glaube ich, mal weiter skillen. So. Jetzt gehen wir mal kurz immer noch mal da hinten. Ne, erstmal hier mal so. Fahrzeug. Da ist nichts, ne? So, hier ist irgendwie so ein. Moment, Moment. Ich muss in die Richtung fahren. Da ist es, okay, da oben. Jetzt habe ich es gesehen. Ein Gold. Oh, jetzt werden wir reich. Jetzt habe ich Goldvorkommen gefunden. Jetzt, Leute, jetzt werden wir reich. Aber richtig reich. Ja, suche nach Mineralien. Ah, Mann. Oh, oh, oh. Ich glaube, wir werden nicht mehr reich. Doch, oh, Gott sei Dank. Gerade noch so geschafft. So, sehr schön. Ja, dann kann ich jetzt eigentlich Karte drücken und zurück zu Normandie, ne? Ja, wir müssen jetzt wieder Trümmer, müssen wir irgendwie mal, weiß ich nicht, irgendwie später oder so sammeln. Ich habe keine Ahnung, Leute, tut mir leid. Also, die Technikstufe muss irgendwie erhöht werden, aber ich habe keine Ahnung, was für eine Technikstufe sie genau meinen. Weil ich habe hier keine Technik oder so. Ich bin ja auch Experte und kein Techniker, ne? Ich weiß nicht, ob das irgendwie was damit zu tun hat. Ich kann es euch nicht sagen. Shepard? Achso, das ist Shepard selber. Ausrüstung. So, Helm ansetzen, absetzen. Ja, das kennen wir ja schon. So, was haben wir hier? Leicht Mensch. Okay. Leicht Mensch, Skorpion. Achso, da. Schilde 90. Schadenschutz 4. Technik Bionikschutz. Ah, siehst du. Die müssten wir anziehen. Skorpion. Achso, das ist ja die Standardausrüstung. Okay. So, was haben wir hier? Gar nichts. Was ist das hier? Ach, das ist das Scharfschützengewehr. Versteckt die bionischen Fähigkeiten. Rüstungsupgrade. Schildgenerator. Gehärtetes Gewebe. Ich mach mal hier gar nichts. Moment. Achso, ich sollte das dann auch ausrüsten. So. Und jetzt muss ich mal gucken hier. Gerade. Die ist nicht. Die wäre besser. Anziehen. Achso, das ist diese. Okay. Die hatte nämlich alles gut. Die hatten weniger Bonus. Okay. Was haben wir denn hier noch so alles? Notfallinterface. Schleunigt. Schildgeneration. Giftsiegel. Besseren Schutz gegen Strahlung, Gas und eine Reihe Gifte. Werden die Effekte 7% Schutz gesteigert. 11% für. Ja, das ist doch schon mal nicht schlecht. So, jetzt habe ich 12. Okay, das sieht schon ganz gut aus. Hier habe ich gar nichts. Also bis jetzt noch nichts. Minen. Brandsatz. Okay, ja, die nehmen wir. Das ist. Oha, die machen jetzt aber gleich richtig Damage dann. Mein lieber Scholli. Wenn ich mal zurückgehe. Achso. Ausrüsten.
Okay, ja, 1900 und 750. So, wenn ich das jetzt nehme, das 100, 900, okay, das ist, ja, ist doch nicht mehr geworden, als ich dachte. So, ich muss hier gerade mal ein bisschen umsortieren. Da ist die Pistole. Verbessertes Visier kann weg. Munition kann auch erstmal weg. So. Wir schauen mal weiter. Was haben wir hier? Ach, das ist das Pistolen an sich. Schutzabwehr. Sturmgewehr haben wir gar nichts. Shotgun haben wir auch nichts. Scharfschützengewehr auch nicht. So. Also Pistolen-Update. Verbessertes Visier 3. Rückschussdämpfer, Kühlung, verbessertes Visier 2, Großlauf. Okay, nehmen wir 3. Und dann haben wir noch Munition. Okay. Besonders bei Piraten, Kriminellen und Söldnern beliebt. 35% Giftschaden. 6 Schaden für 5 Sekunden lang. Reißer. 20% Schaden gegen organische Ziele. Radio. Minus 5%. Okay, Panzerbrechende 1. Chemie. Nehmen wir das hier. Irgendwas mit Giften. So. Storm 1, die haben wir ja. Was haben wir hier noch so alles? Das Scharfschützengewehr bringt mir ja nicht viel, weil ich ja sowieso eigentlich nur mit Pistole rumlaufe. So, gehen wir mal zurück. Hier auch mal zurück. So, warte mal, Moment. Einen Moment, Leute. Jetzt muss hier mal mich ein bisschen gerade. Ja, danke, dass du mich durchlässt. Um meine Leute noch kümmern. Nee, ich will nicht in den Aufzug, glaube ich, oder? Muss ich jetzt in den Aufzug? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ach, hör auf zu laden. Danke. Was ist das hier gewesen? Was war hier? Nichts, ne? Nee, gut. Nee, das will ich ja auch alles nicht. Ich glaube, ich muss doch runter, ne? Ach, hier ist schon wieder. Dass da immer irgendwie was drin ist, ist ja auch nicht schlecht. Was ich noch überlege, gerade, an ich wollte den Aufzug, genau, ob ich nicht die Technikstufe irgendwie erhöhen kann durch meine Leute und dann nochmal dahin gehen kann. Das weiß ich jetzt aber ehrlich gesagt überhaupt nicht gerade. Deswegen, bin ich da gerade ein bisschen überlegen. Ashleys Ausrüstung. Ah ja, ich kann das auch. Okay. So, Ashley ist ja mehr so ein Sturmsoldatin, so eine Sturmsoldatin. Das heißt, die bekommt eine Waffe, die mehr Schaden macht. 160, 120, 160. Also diese Waffe. Dazu bekommt sie dann ein Upgrade. Mit der Rüstung hier, mit dem Rückstoß und Panzerbrechende. Ne, da kriegst du die Hammer 2 drin. So. Rüstung. Da hat sie ja eigentlich mittelschwer. Da hat sie schon was schon gar nicht so Schlechtes. Da gebe ich ihr das. So.
Dann haben wir noch Kader. Kader ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Wo ist ein Tali? Da ist Tali. Tali ist ja eine Bionikerin oder nee, eine Technikerin. Und das heißt, die Technikerin läuft entweder mit der Schrotflinte rum oder halt mit der Pistole. Und da würde ich sagen, sie bekommt diese, wohl ihre besser, aber die macht mehr Schaden. Ich nehme die. Und dann bekommt sie dafür das Update mit Kühlung. Und und den Reißer, genau. So mache ich das jetzt. Ja, Panzerung habe ich für sie noch gar nicht. Universalwerkzeug, da habe ich nur das eine. Ressourcen. Okay. Gucken wir mal, brauchen Sie Vorräte? Ja. Zeigen Sie mir ja. Sehr gern, Commander. Das können wir schon. Das muss ich jetzt erstmal gucken. Schwer. Schwer kann ich ja nicht tragen. Also ich zumindest nicht. Aber wir können ja mal gucken, ob wir hier was verkauft kriegen. Die Frage ist nur, was verkauft man, ehrlich gesagt? Benji 2, 2. Also auf jeden Fall schon mal die eine Pistole. Also diese Idel, da haben wir schon mal eine ganze Menge von. Da können wir mal fast alle verkaufen. Mittelschwer. Nee, schwer. Okay. Präzisionsgewehr, Level 1, alles. Sturmgewehr. Ich weiß. Das Problem ist, ich weiß nicht, was ich verkaufen kann und was nicht. Das ist halt so ein kleines Problemchen. Mit dem bisschen Geld, was ich habe, lohnt sich da eigentlich nicht groß wirklich was zu kaufen. Das ist so ein kleines Problem. Ich weiß noch nicht, was ich machen soll, ehrlich gesagt. Ich muss, glaube ich, nochmal runterfahren. Da war irgendwie eine komische Anzeige gerade unten. Tut mir leid. Also, wir fahren nochmal runter. Na, komm, Fahrstuhl aktivieren, danke. Ich glaube, ich habe da eben was gesehen. Ja, sag ich doch, das ist nämlich so ein Bonusziel, wie auch immer. Wir müssen da hin, sagt er. Und dann gehen wir da auch mal hin. Das ist, glaube ich, bei Tali da in der Nähe, ne? Ja, das ist da irgendwie bei Tali in der Nähe. Commander? Können wir uns kurz unter vier Augen unterhalten? Tut mir leid, Commander. Aber ich würde mich gern später mit Ihnen unterhalten. Okay. Sir? Ausrüstung ändern? Er ist also auch so ein Techniker. Okay. Präzisionsgewehre. Da hat er das schon. Sturmgewehr. Und hat er schon richtig gutes. Kriegt er das Visier drauf und das da. Beim Sturmgewehr bekommt er besseres Visier. Nö, da. Und das. So. Ausrüstung gleich die turianische. Wie sieht die aus? Aha. Agent. 9400. Ne, da bleibt das bei der. Gehärtetes Gewebe. Notfall. Schildgeneration. Dem geben wir die. So. Ja, zurück. Machen wir hier bei Kader nochmal. Kader ist ein. Was war er eigentlich? Bioniker, okay, er ist auch ein Bioniker. Der läuft doch auch nur mit Pistole rum. Eigentlich.
Waffen-Upgrade. Pistolen. Ja. So, Mittel. Was hat er da? Achso, das ist das, was er anhat. Okay. Da haben wir doch bestimmt auch noch ein Update für. Gehärtetes Gewebe. Und ja, das war's. Und dann haben wir noch den da. Kroganer schwer. Das kann der gar nicht annehmen. Okay. Sehr merkwürdig. Ja, das Problem ist, wenn ich den Helm. Okay, nee. Was ist der überhaupt eigentlich für eine Klasse? Schrotgewehr kann auf jeden Fall benutzen. Und das ist schon mal gut. Dann nehmen wir das hier. Für das Schrotgewehr haben wir natürlich nichts mehr, ne? Nee. Und dann die Pistole. Da bekommt er die. So. Fähigkeit. Was ist denn das? Squatchbind. Warum ist das? Ja, da fehlt ja immer noch diese eine Einheit. Warum zeigt ihr mir an, dass ich hierher soll? Ich wüsste das echt zu gerne mal. Das muss doch irgendwie einen Grund haben. Wichtige Orte, ja, das ist ein wichtiger Ort. Aber ich habe doch jetzt hier alles gemacht eigentlich. Naja. Okay, M hier wollte ich gerade sagen. So. Aufträge. Ah ja, Berichterstattung, genau. Das machen wir doch mal. Aber ich weiß nicht mehr wo. Nee, da unten ist, glaube ich, der Antrieb. Das muss irgendwo oben gewesen sein. Die Suche nach der Aufgabe, würde ich sagen, wie immer. Nee, ich weiß ehrlich gesagt echt nicht mehr. Boah. Ich schreck mich doch nicht so mit dem Laden hier. Wo das jetzt war. Mit diesem Kommunikationsmenü da. Das bin ich ja. Büro des Captains. Tür öffne dich. Dankeschön. So. Achso, das sind allgemein wichtige Punkte. Alles klar. Luftschleusebrücke. Nee, das wollen wir alles nicht. Wo ging es dahin? Ich glaube, hier war das doch, ne? Jawohl. Genau. Und wie... Ja, nee, das ist irgendwie auch nicht richtig. Und wie mache ich jetzt das mit dem Berichterstattung? Ja. So. Jetzt können Sie nur zurück zu Normandie und Bericht erstatten. Ja, wie soll das gehen? Ich dachte da an dem Dingens vielleicht. Ich weiß es noch nicht. Ja, bitte, Commander? Hast du irgendwie? Nö. Gute Arbeit. Jawohl, Sir. Sehr verdächtig. Kommunikationsraum, ja. Aber... Ups, das wollte ich nicht. Sehr merkwürdig hier. Na gut. Ach, das ist das mit der Scannung. Der Fan. Heimkehr. Okay. Okay.
Ich glaube, wir sollten mal mit der lustigen Normandie. Neuer Nachrichteneingang. Stelle durch. Hier spricht Admiral Hackett, Commander. Ihr Pilot hat uns Ihren Bericht über Major Kyle übermittelt. Wir wollten zwar keine zivilen Verluste, aber uns war wohl allen klar, wie das enden würde. Mir ist klar, dass Sie getan haben, was getan werden musste. Diese Geschichte landet bestimmt in den Nachrichten, aber wir werden Ihren Namen da raushalten, Shepard. Hackett, Ende. Okay. So, hier wieder raus. Hier wieder raus. Da auch. Und dann würde ich mal sagen, fliegen wir mal zur Citadel nochmal. Ja, ich möchte gerne in dieses System reisen. Und dann schauen wir mal, da müssen irgendwie noch ein paar so Sachen sind, da so noch ein paar Quests. Das muss ja irgendwie möglich sein hier. Landen. Wir landen. Oh ja, das ist. Das sieht auf jeden Fall schon besser aus, Leute, als wie das mit diesem komischen kleinen Frosch. Das ist kein Fahrzeug, es ist ein Frosch. Es bleibt jetzt ein Frosch. Weiß nicht, ja, das ist sehr merkwürdig, das Gerät auf jeden Fall, das Fahrzeug da. So, aber ich würde sagen, wie es weitergeht, das sehen wir dann in der nächsten Aufnahme. Und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. Ciao, ciao.